Zum zweiten Mal beruft die Gemeinde Holdorf eine Einwohnerversammlung zum Thema die Verlegung des Handorfer Mühlenbachs ein. Bei einem Jahrhunderthochwasser könnte der Bach bis zu 370 Grundstücke teilweise oder ganz überschwemmen. Die Verlegung des Handorfer Mühlenbachs ist ein komplexes Thema. Lässt sich in meinen Augen auch sehr schwer mit Ja oder Nein konkret beantworten, sondern, und das hat der Abend hier heute auch nochmal eindrucksvoll gezeigt, es ist sehr komplex, sehr kontrovers und das wird das Genehmigungsverfahren, so es dann beantragt wird, zeigen, wo die Reise hingeht. Ich bin gespannt, aber die Erfahrung zeigt in meiner langjährigen Zeit, dass jedes Verfahren seinen eigenen Reiz und seine eigenen Chancen und Risiken birgt und wir werden das Ergebnis abwarten. Argumente für und gegen die Verlegung des Handorfer Mühlenbachs werden heute besprochen. Ende 2016 gründete sich eine Initiative, die gegen die Verlegung des Flussbettes ist. Carsten Völkerding stellt seine Argumente vor. Auch die mehr als 180 Gäste können mitdiskutieren. Kai Schönfeld vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband ist auch gefragt. Was wir im Blick haben müssen, ist unser Wasserschutzgebiet und den Grundwasserleiter, den wir nutzen, um Trinkwasser zu gewinnen. Und da müssen wir darauf achten, dass wir ausreichend Grundwasser zur Verfügung haben und natürlich auch Grundwasser in der richtigen Qualität. Das heißt, da dürfen keine Schadstoffe hineingelangen. Und das sind die Kriterien, mit denen wir dort verschiedene Varianten prüfen, egal von welcher Seite diese Varianten vorgelegt werden. Weiter geht es mit den Vorträgen. Leitender Ingenieur in dem Projekt ist Frank Diederich. Auch er stellt seine Thesen kurz vor und beantwortet dann die Fragen aus dem Publikum. Hier in Holdorf dürfen alle mitdiskutieren. Ich bin richtig stolz auf diese Gemeinde. Ich bin stolz auf die Initiatoren, die mit neuen Ideen kamen, die wir zwar im Vorfeld schon mal besprochen hatten, aber es ist gut, dass wir das noch mal in aller Breite ausführen konnten. Und es ist einfach schön zu sehen, wie Bürger sich für ihre Gemeinde engagieren. Und deswegen kann ich einfach nur ein großartiges Fazit ziehen. Es war gut so, wie wir es gemacht haben. Die Holdorfer haben nun die Wahl. Soll der Handorfer Mühlenbach verlegt werden oder nicht? In den bekannten Wahllokalen können die Bürger am 26. November von 8 bis 18 Uhr abstimmen. Natürlich geht das auch per Briefwahl.